Oh, da ist eine Helikoptermission in der Nähe, Da ist ebenfalls. Pilzkopf, Alter, das ist jetzt egal. Wir Bonnesmann. müssen erstmal unser Zeug wieder kriegen. Unser Heli, das ist das Wichtigste. So, jetzt Ich erstmal hoffe, wieder du hier. lagst gut versteckt, Milo, so dass man deine Leiche nicht so schnell findet. Hinter so einem Busch lag ich. Genau, beim SUV. Welchen SUV? Den schwarzen. Ivan gefahren hat. Mal. Oh, bring mich. Oh, jetzt hat er mir die Beine gebrochen. Wie weit habt ihr es so, Daniel? Das war die Weapon-Mission, ne? Jo. Orca, wie weit hast du es zur Weapon-Mission? Ich hab's 4,9. Orca, wie weit du? Ja. Orca? Wie? Was? Ach, wo die ist, auf der Map, Weapon Cage. Ah, die ist nur mit einem roten Kreis markiert, gell? Jo, no. Genau. Als So, roter Buggy ist Kreis. tot. Ach, könnte jetzt hier nicht ein Auto stehen. Aber ich Leute, bin eigentlich wir haben zu viel ziemlich. gewollt für diesen Abend. Oh ja. Wir hätten es gut sein lassen sollen. Verdammt. Ihr wisst aber, dass das ein großes MG bei den NPC stand, oder? Nee, das war eine MK-Mod. Nee, da stand hier Doch, auch ein dicken Stand MG. die waren 20 bis 50 Meter vor mir im Gebüsch, im Gras gelegen, habe ich den Also ich habe einen gesehen. umgebracht, der ein riesengroßes MG stand. Oh, das ist mies. Vielleicht schaffe ich es ja, mein Loot zu kriegen und euren Loot ohne die NPCs wirklich, ja, zu Leise gelassen, ne? konfrontieren zu müssen. Ah, Daniel spielt jetzt Arma 2, ja geil. Ja. Ja. Geht auch bei mir. Der Ich Daniel ein bisschen hab lauter. bloß eine Option, die Lautstärke ein bisschen lauter. Boah, 7000 Meter vor mir. 3,4 Kilometer. Ja, das wird jetzt ein Spaziergang. Lalilu, der Jo. Mann im Mond schaut zu. Also wir führen ein Auto. Boah, ist das ätzend, ey. Dass wir da wirklich so abgenietet Oh, ich wurden, habe ein Auto gefunden. Das Glück ist mir hold. Ich liebe mein Glück. Danke, liebes Glück. Ich schicke dem Bot eine wo bist du denn Postkarte. gestorben? Ich bin in der Nähe vom SUV gestorben. Ja, ich bin genau beim SUV gestorben. Ja, ich hinter einem Baum. Aber Ich hab die waren genau. scheinbar hinter uns auch, denn Ja. ich stand hinterm Baum. Und dann habe ich voll die Kugel abbekommen. Piu! Und dann war ich ohnmächtig. Und dann hat er mir noch eine reingejagt. Also der NPC wusste haargenau, ey, der hat noch nicht den Löffel abgegeben. Das finde ich gemein. Wissen die nicht, die schießen extra immer länger. Och nö, Auch da wenn die fehlen nicht. Reifen, komm. Dein Ernst? Du Dreckskarre, du. Daniel, eine kleine Frage. Weißt du, wie lange es her ist, dass wir Miete gezahlt haben? Miete ist dran am 8. Oktober. Oh, geil. Also Miete für Daisy, quasi für unser Für Haus. unser Baugelände, ja. Ein So sieht's Baugelände trifft's aus. eher, hast du recht. What the fuck, ey, wieder von dreckigen NPCs Oder getötet worden. für unsere Base. Base. Orca, sag mal auf dein Saarlanddeutsch Base. Sollte jetzt nicht beleidigend klingen, aber sag mal Base. Orca? Sag mal Base. Auf deinem Saarlanddeutsch die Basis oder unser Heim. Ich will es mal hören. Hem hieß bei uns Hem. 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 Das ist Bin bei zu mir Hem. Speck. Der Hem. Das kann man auslehnen als drei zu Hause oder so. Ah. Oh, du Dreckszombie hinter mir. Hau ab, der Daniel ist nicht da. Tut mir leid, kein Anschluss unter dieser Nummer. Hau ab, verpiese Ja, dich. na, was denkst du, warum dir ein Zombie hinterher rennt, ne? Weißt Weil du aus dem Arsch stinkst. du riechst du wieder so angenehm. Ja, sorry, ich habe ihn fahren lassen. Das stinkt halt ein bisschen verwest. Kann ich doch nicht wissen, dass er gleich drauf abgeht, ey. Bei mir ist hier Bei mir kein ist einer Eis. hier.
Mach da nichts draus. Ein einziger Zombie ist hier bei mir. Oh, jetzt schreit der hinter mir, du kleine. Hol ich eher den Franzosen, ey, der war so ätzend. Ich hab mich seiner entledigt. Bum, 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 drei Schüsse. Okay, aus ungefähr 20 cm Entfernung habe ich drei Schüsse gebraucht, ja. Kannst du jetzt sein Hirn fressen? Oder ich warte, bis die Mission vorbei ist und hole mir dann das ganze Zeug wieder. Ja, clever, ja. Oder dumm, wenn andere da sind. Das ist wieder. Oder dumm, wenn andere da sind, ja. Ich meine, so viel wie viel wir jetzt den anderen schon abgeluchst haben, ist das mehr als in Ordnung. Ja. Mein Zeug wieder. Wir haben. Wir haben einen blauen MTVR geklaut, wir haben einen Gyrocopter geklaut, wir haben drei Briefcases erbeutet. Ich glaube, es ist Zeit, den Leuten was zurückzugeben. Nein, es wird Zeit, noch mehr abzuknöpfen. Ja, okay. Ich schließe mich dann vollkommen an. Ich finde deine Standansichtsweise ziemlich korrekt. Aber erstmal muss jeder seine eigene Leiche finden und sie looten können. Erstmal muss der kleine Ivan mit seinen kurzen Beinen dahin gewatschelt sein. Bei drei. Ne? Ich bin jetzt bei Balota. Ich bin am Arsch der Welt. Jetzt zeig ich erstmal auf den Airfield und guck mal nach, ob ich da irgendwas finde. Irgendwas Fahrbares, ey. Irgendetwas. Welt und wenn es ein Trabi ist. Ja, egal was es ist. Hauptsache ich muss nicht laufen. Alle 50 Meter tanken. Kannst du quasi mit einer Gießkanne voll Benzin hinterherlaufen im Auto. Oh, das ist egal. Hauptsache ich muss ein gutes Stück nicht laufen. Das Interessanteste jetzt aber an dieser Stelle ist, ich bin der Erste, der dort sein wird. Und auch dann der Erste, der abnippelt und dann hat du auf jeden Fall Abstand halten. Erstmal gucken. Gucken? Nee, nicht gucken. Erst 2,3 Kilometer. Und du, Orca? Orca? 2,4 Kilometer. Ach du. Bei 1. Boah, ihr seid ja gar nicht mal so langsam. 5, 6. Ey, das heißt, wir treffen ja alle zeitgleich ein. Genial. 5, 6. Ich sehe da vorne. Außer Milo, meine ich. Basis, ob ich als so näher. Zwei Helikopter stehen da rings. Ah, zwei am Boden und einer auf dem Dach, kann das sein? Ja. Genau, alle die abgeschlossen? Basis. Die Basis ist, glaube ich, mehr oder weniger tot. Die Spieler sind ganz selten da irgendwie. Ich weiß nicht. Immer, wenn wir da sind, sind die nicht da. Mir jetzt mal ein Heli geben können. Frag mal Morgen ganz natürlich. Morgen. Ich meine, die haben so viel Geld, ich glaube schon fast, dass es die Admin-Base ist. Ich meine, das sind echt tolle, teure Dinger. Oh, ein Haus eingebaut. Oh Mann, scheiß auf den Balotte Airfield, da ist nix. Mann, ey. Milo, hättest du gefragt, hätte ich dir das gleiche gesagt. Aber ist okay, du hast nicht gefragt, selber schuld. Jeder muss seine Erfahrung für sich machen, ne? Alter, ich bin heute voll der Erklär-Opa. Was ist denn los mit mir? Ich brabbel in einer Tour so eine Kacke zusammen. Das schaffen Leute. Das machst du doch immer. Das schaffen andere Leute in ihrem ganzen Leben nicht. Doch, du jeden Tag. Milo will heute noch wirklich eine Shotgun ins Gesicht gedrückt haben. Wirklich. Aber du, ja, aber du. Eine Ladung voll Blei will der kauen. Hab ich jetzt schon gekaut, genug. Tun die schon dran erstickt. Weh? Ja, ich bin jetzt schon dran erstickt an den Kugeln. Was lustig war, Milo ist vor, ich weiß nicht, vor lang, wie viel Zeit das war, bei uns an der Base, über die Türschwelle gelaufen und hat sich die Haxen gebrochen. Ich fand's lustig, als Daniel mir das erzählt hat. Ja, das war gerade wegen einer Stauperfalle, die du da hingebaut hast. Da habe ich mir aber auch schon mal die Beine. Weißt du, wie man sowas nennt? Noobfilter. Nee, das nennt man scheiße Base bauen. Aber die Türkante, die ist tief genug in die Erde gesetzt. Sein, nicht zufrieden sein, zu blöd zum Laufen, würde ich mal sagen. Ha? Die wurden zwei Beine in die Wiege gelegt und was machst du damit? Schraubst du auch noch beide falsch an? Hast du zwei linke Zehen? Nee, ich breche mir die. Oh, ich laufe jetzt schon wieder an der BS vorbei, die von dem da unten die BS, hier oben im Wald ist auch noch eine BS. Wir haben hier einen Tanklaster stehen. Also ich will nach Hemm. Ey, der Tanklaster ist nicht abgeschlossen. Boah. Weg ist er. Tschüss. Klaut er sich einen Tanklaster, ich werd verrückt. Aber sowas von. Ey, ich bin noch 1,3 Kilometer weg und ich weiß nicht, aus welcher Richtung wir kamen. Das ist sowas von. Da steht ein Heli. Da steht noch ein Heli.
Jetzt da steht ein fetter, Meinung. Großer Heli. Kamen wir von der Südseite, Nordseite? Von wo kamen wir? Von unten. Okay, also wenn du, Süden. Wenn du von der Karte aus drauf guckst, unten. Okay. Das heißt, ich komme jetzt auch von unten. Daniel kommt wie immer von hinten. Ich meine, angelaufen. So, ich fahre eine Innensicht. Weil du zu blöd bist, das mal zu drehen. Bitte lass den Hesi offen sein. Bitte lass den Hesi. Du hast einen Tanklaster. Bitte. Das heißt, wenn du vorbeifahren solltest und nicht zufällig auf dich schießen sollte, schaut's wie die Scheiße aus. Geil. Ich hab einen Heli, der geht. Echt? Ja. Was bist du denn für? Oh, ich hab den größten Heli natürlich gefunden, ne? Ehrlich? Ja. Krass. Dann geh den lieber verkaufen. Ja, aber echt mal, flieg verkaufen, du Vollpfosten. Wir kriegen das schon hin. Fährt man die Reifen denn einfach? Ach, kann man da, glaube ich, bei dem Heli nicht. Hast du die ME17 oder was? Ich glaube wohl die mit der langen Nase. Ja, flieg verkaufen, Milo. Nein, ich gehe jetzt mein Zeug holen. Nein! Ich gehe jetzt mein Zeug holen, Boy. Was ist das für eine Logik, wenn du jetzt den Heli auch noch verlierst? Das ist doch mies. Ich habe meinen Heli nicht verloren, ich bin getötet worden. Mein Heli steht da noch irgendwo. Ja, super. Bestimmt hat uns der Admin abgeknallt, das wird's gewesen sein. War aber nicht der Admin, der uns immer abknallt. Das waren richtige Banditen diesmal, die NPCs. Ja. Und die sind immer so stark eingestellt. Ich bin jetzt so 1100 Meter entfernt. Alter, wie schnell bist denn du kleine Landratte? Ja, Tanklaster. Ich noch 2,6. Ich noch 600 Meter. Noch 1000. Noch 1100 Meter. Sag mal, was macht ihr alle? Verspart ihr unterwegs oder was? Ich muss aber jetzt, ja. Ich weiß nicht, von welcher Seite ich hier jetzt bin. Ich auch nicht. Das ist das Problem. Ich habe Angst, dass ich in die Arme der NPCs laufe. Mission noch aktiv? Ja, ja. Und das Schlimme ist, wenn ich denen jetzt in die Arme laufe, ist alles für die Katze der ganze Fußweg. Ich glaube, wir waren doch... Liebe Herr NPCs, bitte verschont mich. Daniel hat zuerst geschossen. Ich bin unschuldig. Sind wir nicht vorhin hier hochgerannt? Scheiße, ich komme von der anderen Seite. Die schießen, da ist jemand. Leute, die schießen. Ja, die sehen mich wahrscheinlich. Ich höre einen Heli. Ja, das bin ich. Ah, da Auto vorbeifahren gesehen. Davon ein. War so ein Tanklaster, ne? Da fliegt der Milo. Ich suche uns. Wo sind wir denn gestorben, verdammt? Das suche ich ja auch gerade. Wo sind wir denn gekommen? Wo steht denn der verdammte Heli, den ich abgestellt habe? Eigentlich zu mir. Ja, das ist Milo. Wo habe ich denn meinen Heli abgestellt? Da weiß ich, von wo wir gekommen sind. Nicht in meine sind. Richtung, du Pfeife. Die gucken doch zu mir. Jetzt fliegt der über mir, der Saftsack, und ich höre nichts. Alter, das ist dem laut. Wow. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig bleiben. Ja, ganz fein. Der rote ist auch. Oh, ich bin jetzt total auf der verkehrten Seite, ey. Oh, die schießen. Oh, da ist ein dickes MG. Wo habe ich denn meinen Heli abgestellt? Den muss ich hier doch irgendwo rund abgestellt haben. Milo, die schießen mit einem MG. Weiß ich, dass sie mit einem MG schießen. Sag mal, wo sind wir denn? Hä? Und wo zum Henker ist das MG? Fuck! Nein. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. Ich seh's. Fuck! Alter, wie hast du das gefangen? Fuck, Alter! Was denn nun? Die haben mich voll erwischt, Alter. Oh, ich muss runter. Oh, ich will nicht explodieren.